Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Wir machen jetzt weiter hier mit Chins Reise und begeben uns jetzt zu unserer nächsten Mission namens Der Feigling von Yarikawa. Und diese Mission ist auch sofort hier oben. Weißt du noch, der alte Fischer mit 6 Zehen? Wohnte er nicht in einem dieser Häuser? Wechsle nicht das Thema. Yuna, was macht er denn hier? Er sollte nicht herkommen. Ich wollte helfen, Fürst Sakai. Aber in Yarikawa wäre ich nutzlos. Lieber nutzlos als tot. Wir suchen vermisste Soldaten. Damit kennt ihr euch nicht aus. Ich kann's lernen. Und werde euch nicht im Weg sein. Gut. Seid vorsichtig. Und hört auf eure Schwester. Ja, mein Herr. Eine Spur von den Schützen? Sie wurden in der Gegend gesehen. Doch nicht von uns. Sehen wir uns um. Suche nach Spuren von den Bogenschützen. Okay, das bedeutet erstmal ein wenig irgendwo Detektiv spielen. Ja, kriegen wir hin. Ein Strohsamurai vergraben. Das weißt du noch? Das war meine Lieblingspuppe. Wir gehen erstmal in das große Haus hier, würde ich sagen. Und dort schauen wir erstmal, ob wir dort vielleicht was finden. Jawohl, Vorräte. Und Leder. Wie hieß nochmal der Junge, mit dem du immer gekämpft hast? Gumio. Er fing die Streits an. Ich beendete sie. Jemand hat sie getötet. Wir waren's nicht. Pfeilwunden. Wo sind die Pfeile? Rausgezogen. Zum Wiederverwenden. War wohl ein guter Schütze. Spuren. 3, 4 Mann. Seht ihr, wohin sie gingen? Finden wir es raus. Früher fingen wir hier draußen Grillen. Mindestens einmal pro Woche. Dann bauten wir ihnen kleine Bambuskäfige. Weißt du noch, warum wir hier waren, um Grillen zu fangen? Nein. Um dich von Mutter wegzubekommen. Wenn sie wütend war und jemanden die Schuld geben wollte, die Grillen beschäftigten dich. Die Spuren führen hier entlang. Moment, wir gehen hier wieder erstmal in das Gebäude. Ja. Halt, dort hinten liegt was. Hallo? Wer sind Sie denn? Kleiner Mann. Das stimmt. Bitte folgt mir. Ich muss euch etwas zeigen. Der Mann ist auch ein Samurai. Genauso wie das wir. Das war einst ein schönes Gehöft. Der Mann, der hier lebte, war gütig und ein guter Vater. Zumindest bis die Männer eures Onkels ihn töteten und sein Haus zerstörten. Seine Familie fand seine verkohlten Überreste. Wir schicken eurem Onkel euren Kopf. Und na super, das ist eine Falle. Sinnlose Tote. Sie lebten zu sehr in der Vergangenheit.
Gut, jetzt schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen mit unserem eigentlichen Ziel. Ja, die armen Leute. Am liebsten hätte ich die eigentlich jetzt nicht ausgeschaltet. Aber, ja. Sie wollten uns töten. Für etwas, wofür wir nicht mal was konnten. Ja? Eher unser Onkel. Aber nun gut. Ich musste mich natürlich verteidigen. Ja. Hier vorne sollten jetzt auch diese Fußabdrücke weitergehen. Ja, hier sind sie. Den folgen wir jetzt weiterhin mal hier. Die Spuren führen zu diesem Haus. Wohnte hier nicht ein Samurai? Er gewann doch gegen diesen fahrenden Sumo-Ringer. Hallo? Ich glaube, ich höre was. Da ist anscheinend einer drin. Wow, ein Bär! Boah, Hilfe! Lass mich gehen! Er wirft mich! Tut mir leid. Du musst vorsichtiger sein. Wir sollten im Haus nachsehen. Ich suche hier draußen. Gosamatten, sie haben hier geschlafen. Zumindest hat der Bär sie nicht erwischt. Der Bär hat ihnen fast alles weggefressen. Vielleicht lebe ich deshalb noch. Er war nicht hungrig. Pfeilspitzen, Bogensehen, Fell für Klebstoff. Die Schützen waren wohl hier. Jin, Taka, ich hab etwas. Okay, was hat sie denn? Wir schauen sofort nach. So, ich komme. Yuna. Das Feuerholz ist noch warm. Die Schützen haben im Haus übernachtet. Sie können nicht weit sein. Sie haben den Mongolen die Sprengfässer gestohlen. Ich mag diese Schützen. Hier sind Spuren. Mal sehen, wo die sind. Wir folgen jetzt mal weiter hier diesen Spuren. Da sind hier sie. Enden sie. Den Hügel hoch zu diesem Felsgrat. Sie verstecken sich nicht grundlos. Haltet den Kopf unten und seid leise. Ah, da. Okay, wir laufen mal langsam hier entlang. Langsam denen folgen. Da sind sie. Ein Samurai! Lebendig! Kommt hierher! Ihr müsst die Schützen aus Yarikawa sein. Was von ihnen übrig ist. Wir wollten ein Mongolenlager plündern und wurden erwischt. Wir entkamen nur knapp. Was ist mit den anderen? Gefangen. Wir verfolgten sie hierher. Wir helfen bei der Befreiung. Ihr seht mir nicht nach Anfängern aus. Ich bin Daikoku. Jin Sakai. Sakai, hä? Na, solange ihr kein Shimura seid. Sehen wir uns mal das Lager an. Gefangenenkarawane. Die Mongolen sind bereit zum Aufbruch. Sie wollen zur Garnison am anderen Ende von Alt-Yarikawa. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor sie aufbrechen. Da, eure Schützen. Sie sind wohlauf. Je früher wir sie befreien, desto besser. Nur nichts überstürzen. Wir wissen, wo sie hinwollen. Wir können sie in einen Hinterhalt locken. Kein gutes Gelände für einen Hinterhalt. Was ist mit Alt-Yarikawa? Dächer zu beiden Straßenseiten. Wir können den geklauten Sprengstoff benutzen. Den habt ihr entdeckt, hm? Gefällt mir, wie ihr denkt. Gut. Los, kommen wir den Mongolen zuvor. Die Mongolen ziehen hier entlang. Taka, geh in eins der Häuser. Nein, ich bleibe hier draußen. Ich kann auch kämpfen. Jin, sag's ihm. Taka kann selbst entscheiden. Dann passt du auch auf ihn auf. Habt ihr Angst? Nein. Nicht wirklich. Ein bisschen. Yuna hat niemals Angst. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn es nicht so aussieht, wir alle haben manchmal Angst. Sogar Yuna.
Sogar ihr? Ja. Als die Mongolen meinen Onkel gefangen nahmen, hatte ich Angst, den letzten Teil meiner Familie zu verlieren. So geht es eurer Schwester mit euch. Ohne sie wäre ich tot. Ich auch. Da sind sie. Ich schieße auf die Fässer, wenn sie ganz nah sind. Fürst Sakai, ich bin nicht bereit. Ihr schafft das, Taka. Nehmt eure Angst und nutzt sie. Ja, mein Herr. So, ich bin bereit. Jetzt, mein Herr? Noch nicht. Keine Gnade! Du willst kämpfen? Los geht's. Kämpfen wir! Vernichtet sie! Komm schon. So, und jetzt ab nach unten. Jetzt gehen wir in den Schwertkampf über. Boah, der Soundtrack ist gerade hier auch wieder richtig geil. Gefällt mir wieder richtig gut. Ich mag diese japanische Kampfmusik. Dran. Ey, bleib stehen. Sehr schön. So, einmal hier hoch. Los, komm ran. Zack. Weiter geht's. So, wieder einer weg. Okay, es kommt noch mehr. Mist, ich habe keine Pfeile mehr. Jawohl, zwei Anführer haben wir jetzt getötet hier in diesem Level. Nicht schlecht. Fürst Sakai! Gute Arbeit, Daikoku. Bringt eure Männer zurück zur Yarikawa-Festung. Ja, sofort. Ich weiß, ihr seid in Sakai. Doch ihr sagtet nicht, dass ihr der Geist seid. Helft ihr uns, die Belagerung zu beenden? Wenn Uchimasa das erlaubt? Dafür werde ich sorgen. Die Geschichten stimmen also. Ich kenne niemanden, der so kämpft wie ihr. Taka, geh mit Daikoku. Ich will mit Jin reden. Wir sehen uns zu Hause. Wir haben es geschafft. Taka hätte sterben können, Jin. Ich sah ihn fallen. Ihm geht's gut. Er hat alles gut gemeistert. Er hätte nicht kämpfen dürfen. Yuna. Ich weiß, du willst ihn beschützen. Aber du bremst ihn aus. Taka ist kein Kämpfer. Er könnte einer werden. Du kennst meinen Bruder nicht so gut wie ich. Du kannst ihn aber nicht immer in Schutz nehmen. Ich weiß, was das Beste für Taka ist. Du sorg dich um deine Familie. Ich muss jetzt zurück. Wir müssen die Belagerung zerschlagen. Wir sehen uns dort.
Sehr schön. Wir haben 2 Verbesserungspunkte bekommen. Und unsere Verbesserungspunkte reichen jetzt auch, um hier bei Ablenkung das unterste zu holen, und zwar Schreckensparade. Das nehmen wir auch direkt. So, zack. Und dann nehmen wir einfach mal jetzt noch was im Bereich Ausweichen, oder? Obwohl Geist. Das könnten wir denn mal hier noch nehmen. Ich würde sagen, erstmal bei Kampfhaltung hier. Verstärkter Taifuntritt. So. Sehr gut. Fürst Sakai. So, was möchte denn der hier von uns? Wie geht's den neuen Rekruten, Daikoku? Sie sind zuversichtlicher. Sie wissen, dass der Geist bei uns ist. So, einmal hier was schauen. Was haben wir denn hier? Der Geist von Yarikawa. Okay, Leute, dann machen wir das in der nächsten Folge. Da machen wir dann der Geist von Yarikawa. Das ist es jetzt erstmal gewesen mit dieser Folge. Lasst einen Daumen nach oben gerne da und schreibt auch gerne einen Kommentar. Haut rein und tschüssi!